Ich habe eines meiner Lieblingsautos gebaut. Und damit ahoi Küstenkinder, willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe euch heute ein Set von Kader mitgebracht. Ja, lange ist es her, dass ich mir das von Kader vorgestellt habe und jetzt ist es wieder soweit. Und zwar geht es hier um diesen schönen Suzuki Jimny. Offizielle Suzuki-Lizenz hier von Kader in diesem Fall. Richtig coole Sache. Also ich finde das gut. Jetzt kann man sagen, oh nee, jetzt fangen die auch mit Lizenzen an, aber mir gefällt es in dem Fall, ich mag den Jimny echt gerne in dieser klassischen grünen Farbe, wie er damals vorgestellt wurde. Jetzt hier eben einfach von Kader ein Modell. Den kann man motorisieren, den kann man auch nicht motorisieren, der ist nicht motorisiert. Ich finde, der hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe bei dem Modell hier drei Punkte, die mir nicht gefallen. Ein Thema ist eine große Schwäche. Ich hoffe, dass ich mich nur verbaut habe. Ihr werdet es gleich sehen, da könnt ihr mir vielleicht Tipps dazu geben. Wenn ich mich nicht verbaut habe, ist das schade, dann muss man das hier modifizieren. Da gibt es bestimmt ein paar Ideen, wie man das machen kann. Aber ansonsten ist der für ein Regal super geil geeignet. Auf jeden Fall optisch gefällt ihr mir richtig gut. Was hieran besonders gut ist, was hieran nicht so gut ist, das könnt ihr euch jetzt anschauen. Und dabei wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß. Und da hat es der Suzuki Jimny von Kader hier endlich in mein Video geschafft. Also offizielle Lizenz von Suzuki, von Kader hier. Wir haben 1803 Teile in dem Fall. Das ist die unmotorisierte Variante, die hier steht. Den gibt es auch noch motorisiert. Ich habe ungefähr 75 Euro bezahlt. Ist ein Teilepreis hier von 4, noch was Cent. Am Anfang stand es ja in meiner Infokarte drin, wie viel der Teilepreis hier genau ist. Ich habe bei dem Modell viele, viele coole Sachen. Das gefällt mir richtig gut. Drei, um genau zu sein. Eine ein bisschen größer und gravierender. Ich will nicht ausschließen, dass es ein Baufehler ist. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Und damit wird sich auch entscheiden, für wen das hier etwas ist und für wen das hier nichts ist. Ich habe mich für unmotorisiert entschieden, weil ich will damit nicht durch die Gegend fahren. Ich will mir einfach in mein Regal stellen, weil so gefällt er mir. Ich bin ein Fan des Suzuki Jimny und deswegen habe ich gedacht, cooles Ding. Schön, dass Kader den jetzt hier offiziell so rausbringt. Wir haben zwei Anleitungshefte. Nummer 1, Nummer 2. Die Aufteilung in Heften ist für mich nicht weiter logisch. Ich weiß nicht, warum sie zwei draus machen. Also das hört hier im ersten mitten im Baustep irgendwo auf und fängt dann im zweiten Heft genau da wieder an. Ohne dass jetzt hier Tütenabgrenzungen wären oder irgendwie sowas. Es waren Bauschritten aufgeteilt. Von daher war es relativ easy zu bauen tatsächlich. Da gab es keinerlei Schwierigkeiten. Ich habe einen ganzen Haufen Teile übrig. Alles das hier mit Teiletrenner, der nicht so gut ist. Große Plate noch und ein paar andere Geschichten. Warum das so viel übrig ist, das seht ihr gleich. Dann haben wir hier Sticker. Also Lizenzthemen sind leider hier über Sticker gelöst. Jimny, Suzuki. Ja, und auch keine schönen Sticker. Diese ganz normalen, einfachen, ja, Sticker halt. Habe ich weggelassen. Und wir haben ein Geschenk dabei gehabt. Das finde ich cool. Von Happy Build. Ich weiß gar nicht, wie die zusammenarbeiten. Naja, Free Gift auf jeden Fall. Und das ist so eine Messschiene, die habe ich noch eingepackt gelassen. Wollte ich euch mal von der Kamera öffnen hier. Cooles Ding. Da könnt ihr drauflegen, wie lang die Achsen sind oder die Liftarme oder welchen Winkel diese Konnektoren hier haben. Ja, ist eine ganz nette Geschichte, dass das hier beiliegt. Und ja, jetzt habe ich auch mal sowas. Dass es sowas gibt, wusste ich. Jetzt habe ich es auch mal hier gratis bekommen. Ganz cool, kleines Geschenk hier, was ich hier in meinem Fall dabei hatte. Ich weiß nicht, ob das von Kader generell ist oder von dem Verkäufer, wo ich es gekauft habe. Kann ich jetzt erstmal nicht beantworten. Die Anleitung ist interessant, wie gesagt, aufgebaut. Was mich gewundert hat, überall wird er ja so beworben mit diesem Offroad-Package quasi. Aber ihr baut den zuerst, also ich habe den auf jeden Fall nach Anleitung zuerst so gebaut, dass das Offroad-Package gar nicht dran ist. Und das kam dann im Nachhinein, das hatte mich etwas irritiert, damit habe ich so gar nicht gerechnet. Ich bin gerade am Blättern, weil ich es euch gerne mal zeigen möchte, wo es dann losging damit. Das Dach kommt drauf, dass das, genau, Bauschritt D quasi. Also so war er eigentlich fertig, ganz normal, so stand auch schon mal im Video von mir. Und dann Bauschritt D, jetzt wird wieder ein bisschen was demontiert hier vorne, Kühlergrill zum Beispiel, auf der nächsten Seite kommt dann vorne noch ein Scheibenwerfer dran, Zusatzscheibenwerfer. Dann wird dieser Bullenfänger hier vorne befestigt. Hier hinten weiter wird dann das Dach so ein bisschen umgebaut. Da wird was abgebaut und wieder anders dran gebaut. Also, ihr baut den erst normal fertig und dann baut er wieder was ab und baut das Offroad-Package da irgendwie dran. Darum auch so viele Teile übrig. Das sind teilweise Teile vom normalen Bau. Die Plate, weiß ich gar nicht, warum die übrig ist. Ja, also, so ist das aufgebaut. Ansonsten die Anleitung, alles in Vollfarbe dargestellt. Ihr habt es ja gerade wahrscheinlich gesehen. Was Neues wird hier rot umrandet, wieder unten zum Beispiel zu sehen. Danach war es einfach zu bauen, gar kein Problem, kein Thema. Am Ende gibt es eine Teilerliste. Sieht so aus. Und ja. Also sieht ja sehr, sehr bunt aus tatsächlich, aber ja, eigentlich sind das alles Farben, die ich wirklich brauchte, nachher für die Deko oben auf dem Dach und so. War jetzt keine Farbeskalation irgendwo hier zu sehen, dass die gesamten Teile, die da so drin sind. Super Teilequalität.
Ich habe hier echt kein Problem gehabt. Also hinten drin ist nochmal erklärt, wie es motorisiert wird. Ich hatte echt kein Problem gehabt, das zu bauen. Die Steine haben sich perfekt verbauen lassen. Da war überhaupt nichts daran auszusetzen. In der Vergangenheit habe ich schon mal was von Carla gebaut. Da war ich mit der Steinequalität der normalen Bricks wie hier überhaupt nicht so zufrieden. In dem Fall war das wirklich gut. Die Oberflächen der Fliesen, die sind nicht gut. Die sind sehr, sehr scratchy und matt. Vor allem die schwarzen. Das ist oft so. Bei Sets aus China, von asiatischen Herstellern. YF, ich weiß es bis heute nicht, warum das so ist. Auf jeden Fall ist es auch hier wieder leider so der Fall gewesen. Was kann der? Ist ein cooles kleines Ding. Der hat eine Federung. Schaut mal. Richtig nice. Also, jedes Rad ist wirklich gefedert. Auch hinten. Das ist gut gemacht. Wir können die Motorhaube aufklappen. Haben dann hier einen nachgebildeten Motor. Da sind die Zahnräder für die Lenkung. Die bei mir nicht funktioniert tatsächlich. Motorblock nachgebaut. Wir haben hier eine schöne große Scheibe. Die Scheibe übrigens, die waren separat eingepackt. Also jede Scheibe war in eine extra Folie eingepackt. Und trotzdem, schaut mal, sind die sehr zerkratzt. Könnt ihr das sehen? Bestimmt, ne? Also das extra in Folie einpacken hatte gar nichts gebracht. Die waren offenbar vorher schon scratchy und kratzig gewesen. Na, wer weiß, warum das so ist. Auf jeden Fall haben die keine so geile Qualität. Die vorne ist noch mit am besten tatsächlich. So, die Tür kann ich öffnen. Hier unten hängt die Tür leider so ein bisschen an diesem Kotflügel hinten dran. Es ist ja sehr knapp gemacht, aber es geht. Kann ich die aufmachen, habe einen Griff quasi dran. Innen drin sieht es dann so aus. Ein Lenkrad, alles was so bunt wäre, sind Aufkleber gelöst. Wir haben Ganghebel, eine Handbremse ist hier angedeutet. So ein Allradschalthebel wahrscheinlich. Die Sitze kann man so ein bisschen auch kippen hier, wenn man dann möchte. Genau, also wirklich schön gebaut eigentlich, das sieht gut aus. Von innen auch verkleidet, keine offenen Noppen, ich kann nirgendwo so durchgucken. Schöne, angenehme Farben überall, es gefällt mir. Da hinten können wir ein bisschen durchgucken. Das ist notwendig, um am Ende die Motorisierung nachzurüsten. Wo jetzt die Rückbank ist, würde dann die Akkubox hinkommen. Deswegen muss man es wieder ausbauen können. Dann haben wir hier einmal als Offroad-Sonderausstattung diese Verkleidung für die Scheiben. Das war in der normalen Variante nicht dran. Oh, nicht ganz zusammengedrückt wieder hier, es hält trotzdem. Also kann ich zuklappen, dann ist das geschützt vor Steinschlag, das ganze Thema. Hinten ein Reserverad mit Spaten. Da kommen wir nachher mal zu den schlechteren Sachen. Ich kann die Tür hier hinten auch öffnen. So, die Leiter ist übrigens cool, habe ich noch gar nicht gesehen mit so einer Auswölbung. Auch hier die Fensterchen verkratzt. Aber sie sind klar, sie sind wirklich clear, sind halt kratzig. Wer das nicht mag, dann muss es wissen, ansonsten ist es nicht das Problem, denke ich. Und hier kann ich durchgucken. Das wie gesagt aufgrund der möglichen Motorisierung. Und man kann halt nicht alles haben. Wieder zu. Die andere Seite sieht halt einfach genauso aus. Ich kann das die Tür hier öffnen. Beifahrerseite ist mit so einem Scharnier unten gelöst und gebaut. Das gefällt mir gut. Man muss hier so ein bisschen drücken, damit es wieder richtig zugeht alles. Ja, es ist. Aber es geht. Es funktioniert. So. Ich muss aufpassen, wo ich anfasse. Jetzt habe ich hier gerade schon was weggedrückt unten. Ach nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Moment. So. Ich hatte gerade den Sitz hochgedrückt. Ja, das geht leider ziemlich einfach, weil ich das ja auch motorisieren kann. So, ich drehe das mal um. Ich hoffe, es fällt nichts ab oben. Oh Gott. Hilfe. Nein. Also. Was sehen wir? Alles schwarz. Da in der Mitte seht ihr gerade, wie das hochrutscht. Da kann ich, also das muss ich ausbauen, wenn ich hinten an diesem Differential hier einen Motor ansetzen möchte und vorne links den Servomotor. Dann muss in der Mitte dieser ganze Tunnel raus und da kommt dann quasi, da kommen dann die Motoren rein. Der Akkublock kommt dann auf die Rücksitzbank. So jedenfalls hier von unten das ganze Thema. So. Also der, ihr seht gerade, er ist stabiler, passiert nichts weiter. Was mir jetzt nicht so gut gefällt, das ist Thema die Lenkung. Und die funktioniert bei mir nicht. Thema die Lenkung, geiles Deutsch, ne? Wenn ich am Lenkrad lenke, tut sich vorne nichts. Ich kann das hier so ein bisschen bewegen. Das liegt aber am Spiel der Mechanik an sich. Und jetzt will ich euch mal zeigen, wie die Lenkung gebaut wird. Schaut mal hier unten. Da ist so eine Zahnstange, hier. Wenn ich an diesem schwarzen Rad drehe, bewegt sich die Zahnstange von links nach rechts und soll damit die Lenkung steuern, die hier angeflanscht ist über diesem Element. So, das Problem ist, jetzt setze ich hier vorne dieses Element genau an die Zahnstange, da ist also keine Luft. Und wenn die sich bewegt von links nach rechts, braucht die eigentlich nach vorne so ein bisschen Spiel, um sich wirklich bewegen zu können. Die wird aber komplett eingeklemmt, so habe ich es irgendwie hier verstanden. Und dann habe ich das Problem, also hier diese Zahnstange, na, hier sieht man auch, wie sie mit den Balljoints da quasi in die Lenkung eingesetzt wird. Und die ist dann so festgeklemmt, wenn ich es davor setze hier alles, dass sich die irgendwie nicht mehr bewegt und nicht mehr von links nach rechts rutschen kann. So habe ich das dann, dass hier unten die Lenkung, wenn ich oben am Lenkrad drehe, schaut mal auf die Zahnräder dann drin, das ist Schluss, mehr passiert hier nicht. Und vorne kommt es gar nicht unten an. Und hier drin, ja, das ist überhaupt nicht zu sehen, ne? Hier sitzt irgendwo diese Zahnstange drin. Hier, das ist die. Schaut mal, seht ihr, wie sie sich bewegt da oben, die Zahnstange? Dieser schwarze Liftarm da quasi.
So, und weil vorne das direkt angeflanscht ist, bewegt sich das nicht. Jetzt glaube ich, wenn ich das vorne hier entferne, dann würde sich die Lenkung auch wieder bewegen und ich könnte das ganze Ding lenken. Aber es ist halt einfach so vorgesehen, dass es so gebaut ist. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, falls es bei euch nicht aufgetreten ist, wenn ihr ihn schon gebaut haben solltet. Oder ob ihr das gleiche Problem habt wie ich. Mich würde mal interessieren, was ein Baufehler von mir ist oder ein Konstruktionsfehler hier von Kader. Denn wenn ich den jetzt motorisieren würde, würde es mit dem Lenken halt einfach nicht funktionieren. Das wäre dann ein Totalausfall. Und deswegen würde ich mal sagen, so wie er jetzt hier ist, falls es ein Konstruktionsfehler ist, ist das ein Modell, was ich mir wunderbar ins Regal stellen kann, weil es schick aussieht, als statisches Modell. Ich kann Türen und sowas alles aufmachen. Zum Fahren ist er dann aber nicht geeignet, jedenfalls nicht zum Lenken. Wenn das ein Baufehler von mir ist, finde ich, kann man ihn auch super cool motorisieren und hat richtig ein schönes ferngesteuertes kleines Auto hier. Wobei der relativ schwer ist. Ich weiß nicht, ob der Motor den so richtig gut schnell bewegt. Und der Motor wäre ja auch direkt dran geflanscht, ohne Übersetzung oder irgendwie sowas, direkt im Differential. Na gut, ein bisschen übersetzt mit kleinen Zahnrad hier, aber direkt dran geflanscht. Also der würde wahrscheinlich auch sehr ruckartig losschießen oder schleichen, wie auch immer. Ja, so, was gefällt mir noch nicht? Das sind einige Klemmkräfte. Oh, ich drücke gerade den Mitteltunnel hier raus die ganze Zeit. Ja, jetzt gut. Das lasse ich drin. Aber dann können wir gleich mal sehen, das baue ich aus, wenn ich die Motoren einbaue, ja? Ist bloß mit zwei so Plates von unten befestigt. Egal. So, was? Klemmkräfte. Bei den Steinen an sich kein Problem, bei ein paar Technikelementen schon. Ach, übrigens, die Seilwinde hat kein Seil, ist auch ein bisschen doof. Das hier zum Beispiel, seht ihr das? Das sind so eine Flexschläuche hier. Damit wurde der Kuhfänger gebaut. Und hier drauf sind so Liftarme gesteckt als Seitenbegrenzung. Das hält quasi gar nicht. Das kann man sich nur angucken. Damit durchs Gelände wirklich mit Motorisierung, da würde das auseinanderfallen. Hier seht ihr es auch schon einmal gegengefasst, schon rutscht das hier alles rum. Also es ist sehr fragil hier, wirklich zum Angucken nur. Dann gehen wir mal weiter hinten. Der Spaten, der im Reifen befestigt wurde, auch hier habe ich gleich den Pin in der Hand, also die Noppe, das hier vorne hält überhaupt nicht drauf. Das ist auf Flexschlauch auch. Also Klemmkraft ist hier durchwachsen. Auch hier oben diese Paddel halten wirklich nur, wenn man sie lose draufsteckt. Und ja, ansonsten bräuchte ich da wahrscheinlich Kleber, um das vernünftig zu fixen. Das sind aber die einzigen Klemmkraft. Oh Gott, es ist warm hier, es ist echt warm. Die einzigen Klemmkraftprobleme, die ich habe, diese Flexschläuche. Und diese Pins, die ich irgendwo draufstecke, so, und dann hält das einfach nicht. Alles andere funktioniert super und da habe ich keinerlei Probleme. Huch. Genau, und der Reifen fällt ab, weil das einfach so ist. Das geht innen drin so tief rein, der Pin ist nicht lang genug, um das wirklich. Das wird hier mit dem Griff so ein bisschen festgeklemmt. Ja, gut. Jetzt habe ich ja wirklich keine Probleme mehr. Das war's gewesen mit Klemmkräften. Hier oben, diese schwarze Stange ist in der Anleitung rot. Ich habe sie schwarz drin gehabt. Ansonsten hatte ich keine Fehlteile oder keine Fehlfarben oder sowas. Das passt alles soweit. Schickes Fahrrad. Ich meine, die bauen diese riesengroßen Technikzahnräder hier rein, einfach nur, um daraus ein Fahrrad zu machen. Cool. Das kriege ich bei anderen Herstellern nicht mal in Techniksets. Naja, Kanu, so ein bisschen Picknickzeug. Genau. Das ist also der Jinni. Und ich finde, den haben sie cool und schön gestaltet. Der gefällt mir gut. Die Oberflächen der Fliesen wollte ich euch noch zeigen. Schaut mal hier vorne auf die Motorhaube. Ja, sehr rau und matt. Und hier oben müssen wir mal gucken auf dem Dach, dass ihr die schwarzen vielleicht noch seht. Da. Genau. Fliesenoberflächen sind schäbig. Jo, das ist der Jimny. Jetzt ist ein bisschen zerlegt hier. Ich finde es cool, dass sie ihn rausgebracht haben. Der wird richtig schick in meiner Vitrine, in meinem Schrank aussehen, in meinem Regal. Dass das abfällt, ist klar, wenn ich hier gegendrücke. Gefällt mir wirklich gut. Wie gesagt, wenn das hier vorne eine Fehlkonstruktion ist mit der Lenkung, ist es echt ein böser Fehler, weil dann kann ich den überhaupt nicht irgendwie steuern oder irgendwie sowas. Blöd, weil er zum Motorisieren vorgesehen ist. Wenn das falsch mir gebaut ist, ist es okay. Also da kann man sich jetzt aussuchen. Riesenreinfall oder ein schönes Standmodell. Muss jeder für sich einfach mal selber entscheiden jetzt. Ich habe euch jetzt hier einmal alles gezeigt, was auftreten kann. Ihr müsst euch dessen bewusst sein, dass hier ein Fehler passieren könnte hier vorne. Ich denke, das kann man modifizieren, wer sich ein bisschen auskennt und ein paar Steine zu Hause rumfliegen hat. Aber es sollte von vornherein richtig funktionieren. Wie gesagt, da ich aber nicht ausschließen kann, hier einen Baufehler gemacht zu haben, ich wiederhole mich und so, ne? Ihr wisst Bescheid, was ich dazu sagen möchte. Ich hoffe, euch hat das Video zu dem Jimny hier gefallen. Schreibt mir eure Meinung zu dem Auto und gerne mal unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hier ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dann sage ich wie immer alles Gute und Tschüss von eurer Steinküste.